Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen im Leopard 1, einem der Tier 10 Mediums der Deutschen. Wir sind auf Live Oaks in einem 3-Tierstufen-Gewäsch, das heißt, es sind auch 8er und 9er dabei. Kurz zum Panzer, sehr schnell, wenig Panzerung, 9 Grad Gun Depression, sehr genaue Kanone mit 0,30. Stockgenauigkeit, Stock-Einzielzeit 1,9 Sekunden, mit der Mannschaft 7,18 Sekunden Nachladezeit und 268 Pen mit APCR Standard und mit Premium, was Heat ist, sind es 330 und der Alpha sind 390. So, gucken wir doch mal, dass wir hier vorne auf der Medline was machen können. Der Gegner hat einen STB-1, der ziemlich gut ist, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ansonsten schauen wir mal. Kommen auf jeden Fall einige mit, das finde ich schon mal gut. Eine 8er Arti. Jo. Der E50. Der E50, ein... Ich verstehe es nicht. Also wie der in diese First-Spot-Position da kommt, den HWK hätte ich verstanden, aber der E50 ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. So, eigentlich müsste er hier direkt gepusht werden. Jetzt kommt da hinten aber schon der Conqueror hoch. Den können wir eine drücken. Gehen dabei leider auf. So, Emil drückt da jetzt mit rein. Da haben wir noch einen T-34. Keine Ahnung, wie wir den durchschlagen. Aber wir schaffen es auf jeden Fall. Unser Emil kommt da ordentlich auf die Schnauze. Da ist der Conqueror. Ja, Conqueror-Turm. No chance. Und da drüben ist schon der STB-1. Kurz der Conqueror noch mal zu sehen. Ist aber wieder zugegangen. Gucken wir den eventuell noch mal auf. Dort, wo der STP-1 im Moment steht, ist er nicht so das große Problem. Da ist der Conqueror. Können wir ihn eine reinsetzen. Wir gehen dabei sogar nicht auf. Das finde ich natürlich gut. Die Stadt ist jetzt schon komplett gefallen. Das ist krass. Der STB-1, der muss da jetzt raus. Das ist das First Target. So, und da geht er auch raus. Die pushen hier von uns eigentlich ganz gut. Allerdings leben die da immer noch. So, Turmseite vom T-34. Conqueror geht raus. T-34 sehe ich. Nope. Da sehe ich nicht viel. So, Badjet hinten. IS-7, E-4. Aus der Stadt kommt jetzt massiver Druck auf uns zu. Wir gehen hier nochmal auf. Vermutlich durch den T-34. Wir müssen also jetzt gucken, dass wir die Badjet als erstes da rausbekommen. Gun Depression, da geht sie raus. IS-7 dahinter. Da ist ein Tiger 2 im Wasser. Der steht dort sehr ungünstig. Da würfeln wir tief. Im Moment sollten wir keine Probleme haben, dass wir hier aufgehen. Ah, da halten wir zu weit vor. Schlecht. Der steht da an der Senke drin. Scorpion G. Steht dort eigentlich auch sehr lecker für uns. Die haben... nichts mehr richtig, was scouten könnte. Jetzt ist der Gas im Konvoi. Den können wir noch eine reindrücken. Da ist der Garde. Der ist unser Problem jetzt hier. Ja, der macht uns nämlich auf. Das heißt, wir müssen hier sehr schnell verschwinden. Boah, die Arti trifft uns alle für 350, obwohl wir schon unter der Brücke sind. Boah, instant hier eingezielt. Gut, da war ich noch im gestunten Modus, deswegen hat das Einziehen so lange gedauert. Wenn der gerade da nicht gewesen wäre, hätten wir eigentlich von dort aus wunderbar arbeiten können. Ich fand es eh überraschend, dass die Arti hier schon direkt eingezählt war. Kriegen wir den nochmal gespottet? Der war irgendwo da.
Vermutlich nicht. Geht der Scorpion G vielleicht nochmal auf durch die Maus oder so? Das wäre ganz nett. Wo ist der gerade? Irgendwo da ist der gerade rumgetingelt. Den Convair, den IS-7 kriegen wir nicht auf. Ansonsten haben wir trotzdem jetzt den Kanonenvorteil. Da ist der IS-7. Aber leider hinterm Berg. Kommen wir nicht ran. Fährt jetzt zurück. Na, fährt er weit genug zurück? Nee. Sieht nicht danach aus. Ich glaube, der Garde hat sich wieder komplett zurückgezogen. Jetzt ist der IS-7 wieder zu. E4 an unserer Basis sehe ich jetzt noch nicht mal so als das Problem an, da auch zwei Panzer von uns da stehen. Der Garde. Wo ist der Garde? Da ist der Scorpion G. Der geht raus. Sehr schön. Also was man oft mit dem Leopard machen muss, ist halt so Snapschüsse setzen. Die funktionieren auch relativ gut. Jetzt ist der da wieder da. Das gibt's doch gar nicht. Die ganze Zeit warte ich da auf den. Ja, jetzt stehen sie von uns schon im Cap. Und jetzt haben wir natürlich hier Schwierigkeiten, noch was abzubekommen von dem Convair. Beziehungsweise von dem IS-7. Ja, fahren wir jetzt hier durchs Wasser. Das bremst uns ziemlich aus. Normalerweise sollten wir den Mod 1 und den Emil 2 da locker hinter uns lassen. Ja, weicher Boden. Da haben alle Panzer so ihre Probleme. Da, oh, der IS-7 ist komplett zurückgefahren. Ja, der hat natürlich im Moment ein gutes Leistungsgewicht nach dem Buff, der IS-7. Und kann dann auch mal ebenso den Rückwärtsgang antreten. Der Convair noch nicht. Der ist mit 35 Kilometern Topspeed im Moment noch bescheiden unterwegs, aber selbst der hat jetzt auch genug Zeit, hier irgendwo hinzukommen. Na, er steht noch hier. Okay, er geht raus. Hier 7 noch 2000 Lebenspunkte. Da ist auf jeden Fall noch durchaus was da. Wir waren jetzt offen. Können wir auf jeden Fall noch was abfrühstücken. Welche Richtung guckt der? Ah, Moment, nicht so richtig klar. So, Kettenrad. Er bounced. Geil. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie nicht gekratzt. Nett. Unterwanne, ihr 7 nicht durch. So, geben wir ihm noch eine rein. Wir haben das Ziel verloren. Und den Kill sollten wir. Kriegen wir den noch? Nein, schade. Da ist jemand schneller, der Emil 2. Wir machen 3300 Schaden, 758 gespottet, also eigentlich eine ganz nette Runde. Der Panzer macht durchaus Spaß, er ist aber nicht einfach zu fahren. Also ich habe, wenn ich auf eine gute Runde kommen bei mir bestimmt 3-4 schlechte. Liegt einfach daran, dass der halt wirklich sehr speziell ist, sehr schnell, sehr wendig, aber halt auch für einen Tier 10 Panzer einfach nichts entgegenzusetzen hat. Das war eine dritte Klasse, wir bekommen ein Wirkungsfeuer, sind vom Schaden auf Platz 2 mit 3389, ein Kill. Erfahrungspunkte technisch relativ weit unten auf Platz 5 mit 743. Es ist halt so ein kleiner Sniper. Den spielt man oftmals eher aus der zweiten Reihe, weil wie gesagt, als vorne an der Front kann er nichts zusetzen durch seine schlechte Panzerung. Obwohl ich jetzt schon dachte, dass wir uns die Ziele auch selber aufgemacht haben. Naja, sei es drum. 758 noch gespottet, 21.382 Credits aus der Runde raus. Dafür, dass es eine Tier 10 Runde war, beziehungsweise ein Tier 10 Gefecht, also Tier 10 Panzer, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ganz cool Credits verdient, liegt einfach daran, dass wir in der Runde nicht viel Lebenspunkte gelassen haben. 1115 mit Premium Account und ich würde sagen, wir fahren gleich noch eine zweite Runde mit dem. Zweite Runde im Leopard 1, wir sind auf Tundra in einer Zweitierstufenrunde, keine Arti. Ja, wir haben noch ein TVP, VK-72 Type 5 Heavy und Stritzwang 103B. Der Gegner hat auch, ne, hat zwei TDs. Er hat noch ein 110 E3. Meine Güte, schwieriges Wort. Eine Badget, auch ein Stritzwagen und zwei E5er. Wobei die Badget und die zwei E5er, die sind im Platoon. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die drei also am Berg auftauchen. Schauen wir mal. Für mich der Berg jetzt auch eigentlich die einzige Option hier, so richtig als Medium. Man könnte auch vielleicht über die 2er-3er-Linie fahren. Aber
Wir versuchen es mal mit unserer 9 Grad Gun Depression am Berg, wobei, naja, toll, wir sind zu dritt. Ja. Drehen gleich alle ab, der TVP dreht ab, der T-54 Light dreht ab. Der Berg ist gefallen, mal gucken, ob wir die Runde trotzdem gewinnen können. Wir haben ein wunderbares Lemming-Team hier. Ja, da ist schon der T-54 Light, wir dürften jetzt auch schon offen sein, genau. Auch schon die ersten Schüsse. Das ist natürlich jetzt alles andere als irgendwie geil. Und da werden wir auch leider nicht belohnt. Mit einem Treffer auf den T-54. Schade. Wäre wichtig gewesen. Voll eingezählt auf die Badget. Haben sie gekettet, aber sie repariert relativ schnell. Kommen wir hier auf den Light. Jawohl. Aber der bewegt sich. Badget jetzt da oben. Der Light an einer Position, wo wir nicht rankommen. Tortoise in der Mitte. Da werden wir wieder gespottet. Vermutlich von der Badget. 13,90 sogar schon runtergefahren vom Berg. Ja, und wie angekündigt, die 2 E5er. Den auch über den Berg mit drüber gefahren. Da kriegen wir jetzt einen Schuss in den rein und jetzt müssen wir eigentlich schon verschwinden, weil die E5er sind drüber gedrückt. Und uns jetzt mit denen anzulegen, das bringt nichts. Kriegen wir eventuell auf dem WZ noch einen Schuss. Tortoise und TVP hier mächtig unter Druck. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwie anders an die rankommen. So, dass wir vielleicht nicht unbedingt vom Berg beschossen werden können. Aber die sind da jetzt schon in die Lücke reingefahren. Ne, hier, von hier aus kommen wir nicht an sie ran. Der Jagdtiger ist jetzt isoliert. Sieht nicht gut aus. Wir gehen jetzt auch wieder auf. Interessant. Der eine E5er kann da sogar auf uns schießen. Mal hier irgendwie gucken, dass wir in eine Position kommen, wo wir den Cap verteidigen können. Nicht ganz so einfach, dadurch, dass unser Team im Prinzip schon zu Beginn der Runde von wem denn? Von dem E5er da hinten, okay. Kommen wir nicht durch. Die Turmseite funktioniert. Jetzt kommt er von dort. Der verschießt. Aber ich glaube, der E5er hat einen schnelleren Reload als wir. Der ist schon eingezielt. Super. So, der eine E5er ist... Kommen wir nicht durch. Laden wir mal ein bisschen das Skill durch. Der ist jetzt raus. Dann ist der eine E5er jetzt isoliert. Ach, Mist, da war er kurz zu sehen. Komm, fahr noch ein Stück zurück. Jawohl. Und der TVP sollte ihn jetzt finishen. Komm, nimm ihn raus. Sehr schön. Pui, gut verteidigt. Aber die sind immer noch auf dem Berg. Und haben dort eine ziemlich gute Position. Wir stehen allerdings jetzt auch bei ihnen im Cap. Sie sind jetzt gezwungen, drauf zu reagieren. Hätte ich nicht gedacht, dass die Runde noch so verläuft. Naja, aus der Fahrt schießen ist mit dem Panzer nicht unbedingt das, was man haben will. WZ und Centurion 7-1 auf dem Berg. Mal gucken, ob wir sie dort rauskriegen. Mobil genug sind wir jetzt hier auf jeden Fall schnell nachzurücken und die beiden da oben unter Druck zu setzen. Problem ist natürlich jetzt auch, dass wir jetzt der Erste sind, der hier oben ankommt. Und die haben noch einen Stritzwagen 103B. Den könnte ich da oben vermuten. Der war nämlich noch gar nicht offen. Deswegen warte ich jetzt hier erstmal, bis meine Teammates nachgerückt sind. Denn von dem will ich mir ehrlich gesagt keine einfangen.
Zumal der auch eine richtig fiese DPM hat. Wunderbar verschossen. WZ geht raus. Wir bouncen. Können noch mal Schaden machen. Und wo ist der Stritzwagen? Also wenn er da oben... Ja, ich denke, dass er da oben steht, aber da hätte er ja schon geschossen mittlerweile. Doch, da ist er tatsächlich. Guck einer an. Können wir auch nochmal Schaden machen. Wir gehen... Sind wir immer noch offen? Ja, sind wir. Da kommen wir nicht durch. Und wir kriegen sogar noch den Kill am Ende. Meine Güte, was für eine Runde. 28 Schaden haben wir gemacht. Ein Kill, 579 haben wir gespottet. Hätte jetzt nicht drauf wetten wollen, dass wir die Runde noch gewinnen. Aber gut, manchmal funktioniert dann auch ein Lemming Train. Zweite Klasse war das am Ende. Ein Wirkungsfeuer bekommen wir. 3178 Schaden machen wir. Doch so viel, haben wir doch einen Blind irgendwie getroffen. Von den Erfahrungspunkten sind wir diesmal auf Platz 5 mit 816 Basis. Ist mal diesmal ein bisschen teurer gewesen. Wir haben mehr Schaden bekommen und haben auch ein oder zwei Heatgranaten geladen. Deswegen 7200 Credits noch rausbekommen. 579 Schaden ermöglicht. Und wie gesagt, 3178 Schadenspunkte ausgeteilt. Mit Premium-Account sind das 1224 Erfahrungspunkte. Kurz was zu den Modulen. Ich habe einen Ansetzer, einen Stabi und eine Lüftung drauf. Die Lüftung könnte man auch ersetzen durch eine Optik. Manche schwören ja auch drauf, Stabi und Waffenrichtantrieb zu fahren. Allerdings bei den guten Einzelzeiten, glaube ich, ist das nicht notwendig. Oder eigentlich eher Quatsch. Von daher Lüftung oder halt die Optiken. Wer halt mehr auf Sichtweite gehen will, der ist da auch, glaube ich, ganz gut bedient. Ansonsten, ich fahre den mit zwei Rap-Kits. Einmal, um die Reparaturzeit ein bisschen zu pushen. Und auch, ja, bei dem Munitionslager, was ja so ein bisschen das Problem auf dem Panzer ist, dahingehend ein bisschen abgesichert zu sein, dass ich zur Not zweimal reparieren kann. Man könnte natürlich auch standardmäßig mit Feuerlöscher fahren oder halt die Premium-Verbrauchsgüter in das Teil einpacken. Ansonsten, ich tue mich mit dem Panzer relativ schwer. Ich weiß, dass Mörb sich zum Beispiel noch schwerer mit dem tut. Er hat einen relativ hohen Skill-Cap. Man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig fahren. Jetzt in Produktion für das Video bin ich durchaus zwei, drei Runden noch mit null Schaden rausgegangen, weil offen und direkt alle auf mich draufgeschossen haben. Also, der ist nicht einfach zu spielen. Das ist eher was für gute bis sehr gute Spieler, die wirklich gute Map-Kenntnisse haben, Wissen über das Tarnsystem oder das Sichtsystem haben und dementsprechend vielleicht auch die Meta des Spiels relativ gut kennen. Da merke ich schon, dass ich da an meine Grenzen komme mit dem Panzer. Und deswegen spiele ich den auch nicht so oft. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Däumchen nach oben da. Was sagt ihr zum Leopard 1? Habt ihr ihn selber? Fahrt ihr ihn gerne? Habt ihr Tipps für mich? Dann gerne damit in die Kommentare. Beziehungsweise sagt ihr, oh, nee, der ist auch nichts für mich. Ich fahre dann lieber einen E50M oder halt die russischen Mediums oder vielleicht auch französischen oder was es nicht alles noch gibt auf Tier 10. Schreibt es gerne mal rein und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.